Guten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Und ich muss einfach sagen, der Heilige Geist ist genial. Wie er einfach diesen Gottesdienst jetzt schon geführt hat und zu uns gesprochen hat. Und Stefan, also ich muss sagen, echt, wir haben uns über Kaffee abgesprochen und das ist genau das Thema, was Gott auch mir auf dem Herzen heute gegeben hat. Meine Woche war auch nicht so einfach oder war sehr intensiv sozusagen. Wir waren auch unterwegs, waren auf unseren Bundestagen im Schwäbisch Gmünd von Dienstag bis Freitag. Sind auch viel gefahren, auch im Stau gestanden. Sehr intensive Zeit, auch gute Zeit wieder mit viele gute Inputs. Und ich durfte auch am Freitagvormittag über die Flüchtlingssituation reden und so. War sehr intensiv, sehr gute Zeit. Aber so wie das ist, mit solchen Erkrankungen kommt man doch ein bisschen müde zu Hause. Und gestern stand ich auch zu Hause und der Herr gibt mir ein Wort. Ich hatte noch kein Wort für heute. Ich versuche das normalerweise zu vermeiden, im letzten Moment die Predigt zu vorbereiten, aber es passiert immer wieder. So ist halt das Leben und das Realität. Wenn die Woche sehr voll ist und man viel unterwegs ist, geht es manchmal nicht anders. Und so stand ich da und habe den Herrn besucht. Und er hat mir ein Wort gegeben über Arbeit, Ruhe und Spielrhythmus in unserem Leben. Wir sprechen oft darüber, wie wir unser Leben ausbalancieren, wie wir unser Leben im Griff bekommen, die Spannungen zwischen Arbeit, zwischen Leben, Familienleben, Privatleben, Freizeit, Spiel und Spaß. Das ist ein großes Thema für viele von uns. Einstellungen über Arbeit gehen normalerweise in zwei Extremen. Das eine Extrem ist ein Workaholic, jemand, vielleicht würde ich mich auch mal so beschreiben, jemand, der in der einen Hand mit dem Handy irgendwie was macht und gerade was antwortet und in die andere Hand mit dem iPad und auf dem Schoß den Laptop hat. So sieht es ab und zu bei mir auch aus. Oder noch besser in dem Schwarzwald. Vielleicht so zu beschreiben, einfach in der einen Hand mit dem Hammer, in der anderen Hand mit der Säge und in der anderen Hand liegt so eine richtige Ladung von Holz. Ne? Das beschreibt so ein bisschen, wie das aussehen könnte im Schwarzwald. Und ich kenne einige von euch und ich weiß, viele von euch sind richtig gute Schaffer. Ne? Sie arbeiten viel und gut und stark und das ist auch gut so. Es gibt aber das andere Extrem. Das ist die Person, die Arbeit nur als ein notwendiges Übel sieht. Als ein notwendiges Mittel, um Geld zu verdienen. Man lebt für die Freizeit. Man lebt von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub. Und das Arbeit wird beschimpft und wird so gut wie möglich ausgeschaltet aus dem Leben. Man macht es so halt automatisch, man muss das machen, aber das wird überhaupt nicht geschätzt. Macht keine Freude, keinen Spaß. Diese Menschen leben für die Party, für den Urlaub, für die Freizeit und Hobbys. Und beide Extreme aber sind nicht biblisch. Paulus schreibt zu den Thessalonikern bezüglich ihrer Einstellung zur Arbeit und den Einfluss, den diese Einstellung auf unsere Gesellschaft und auf unsere Welt hat. Er sagt ihnen, dass ihre Ambition sein sollte, dass sie ein ruhiges Leben führen und mit ihren Händen zu arbeiten. In 1. Thessaloniker 4, 12. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlich dazu zu nehmen und eure Ehre darein zu setzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie es wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemand nötig habt. Manche von den Thessalonikern Gläubigen waren harte Arbeiter. Doch andere sind auch ein bisschen eitel geworden, haben nicht so viel zu tun gehabt. Und dann sind sie natürlich, wenn man zu viel Zeit hat und das nicht sinnvoll gebraucht, sind sie auch noch Wichtigtuer und Schwätzer geworden. Und Paulus sagt ihnen im zweiten Brief sogar, in 2. Thessalonicher 3,10, denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Apostel Paulus sagt Timotheus sogar, wenn aber jemand
für die Seinen und besonderen für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. 1. Timotheus 5,8. Doch Arbeit ist viel mehr als einfach nur für uns zu versorgen, für unsere Familie. Arbeit wurde von Gott gegeben. Unser Beruf ist nicht nur, um Geld zu verdienen, es geht darum, wie wir arbeiten und wie wir leben. Was auch immer unser und dein und mein Beruf ist, wir können es so tun, dass es zur Ehre Gottes dient. Ein Müllarbeiter hilft, um die Umwelt und Gottes Schöpfung sauber zu halten und schön zu halten. Ein Tischler oder Zimmermann baut, um unsere Städte und unsere Häuser schöner und sicherer zu machen, zur Ehre Gottes. Ein Lehrer formt die Gedanken und das Intellekt von den Kindern zur Ehre Gottes. Ein Arzt, wie zum Beispiel unsere Ärztin hier, Dr. Sarah Zipple, hat jetzt auch diesen Kaiserschnitt gemacht und hilft Kinder zur Welt zu kommen. Wir sind dankbar, dass wir solche Leute haben, zur Ehre Gottes. Ein Unternehmer übernimmt Verantwortung für seine Firma, aber auch für viele andere Menschen und Familien, die durch ihre Arbeit versorgt werden, zur Ehre Gottes. Unsere Arbeit und unsere Einstellungen zu den Menschen und zu unserer Arbeit zeigen anderen, wie wir Gott lieben und versuchen, ihm zu dienen in allem, was wir tun. Deswegen ist die Arbeit nicht nur ein Mittel, um Geld zu verdienen und zu überleben, sondern auch vielmehr. Es ist eine Berufung, die auch zur Ehre Gottes dienen kann. Schon in der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1 und 2 zeigen, dass Gott die ersten Menschen, Adam und Eva, das den Gebot gegeben hat, diese Erde zu beherrschen, zu arbeiten, zu tun, diese Erde einfach im Griff zu haben. Und es ist, ob wir berufen sind zu arbeiten, egal ob eben zu Hause, vielleicht als Hausfrau, als Mutter oder außerhalb des Hauses im Beruf. Das ist ein Geschenk Gottes, dass wir arbeiten können, dass wir sinnvolle Beschäftigung in unserem Leben haben dürfen. Gott hat uns das geschenkt. Und eine von den besten Sachen, die wir tun können, ist, zu unseren Freunden, zu unserem Ehepartner, zu unseren Mitmenschen, ist, ihre Arbeit zu schätzen, egal was es ist. Weil jeder mit seiner Aufgabe erfüllt eine wertvolle Berufung und Aufgabe für unsere Gesellschaft, für unsere Familie, für unsere Städte, für unser Land. Wir sollen, wie Hebräer 10,24 sagt, aufeinander Acht haben und uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und das Beste voneinander herauszubringen, einander in Wertschätzung und in Respekt zu begegnen. Wir sollen unsere Arbeit und Berufung, was Gott uns geschenkt hat, wertschätzen. Wir sind berufen, in unserer Arbeit ein christusähnliches Verhalten zu lernen, was auch sein Unterhalt zu verdienen bereithält. Unser Retter Jesus arbeitete selbst, bis er seinen Auftrag begann, seinen Dienst begann, als Schreiner. Doch wir sehen, dass wir die anderen guten Dinge, wie viele andere gute Dinge, wie Sexualität, Essen, Trinken, Freizeit und so weiter, die Gott uns geschenkt hat, kann auch die Arbeit missbraucht werden. Kann auch, es besteht diese Gefahr, aus dem Ausgleich zu bereiten und auch in einen Missbrauch, in einen Misstum zu kommen. Und heute möchte ich über diesen Rhythmus von Arbeit und von Ruhe, von diesem Leben, Ruhephasen, die wir brauchen im Leben, sprechen. Erinnert euch an das Gleichnis vom schlechten Diener, der zu viele Stunden im Büro verbrachte, bis spät in der Nacht arbeitete, seine Familie und seine Beziehungen vernachlässigte. Und dann von dem guten Diener, der eine flexible Arbeitszeit hatte und vom Homeoffice gearbeitet hatte und viel Zeit für Freizeit und für seine Familie hatte. Es gibt kein solches Gleichnis in der Bibel, oder? Es ist gar nicht so einfach in der Bibel, einfach über Leben und Verhältnis von Freizeit und Arbeit zu finden und diese direkt einfach diese Angelegenheit ansprechen. Es ist eigentlich so, dass die Bibel kaum eine Trennung macht zwischen Arbeit und Leben.
weil in damaligen Zeit diese zwei Bereiche komplett miteinander verbunden und miteinander integriert waren. Und das Problem eigentlich von diesem Ausgleich, dieser Balance, die wir immer wieder suchen in unserem Leben, ist, dass es ein Bild schafft von zwei Kräften, zwei Kräften, die gegeneinander kämpfen. Entweder siegt die eine oder die andere Kraft. Ausgenommen von diesen perfekten Augenblicken, wenn man sich so ausgeglichen fühlt, dass es genau das zusammenpasst, die Arbeitszeit und die Privatzeit und das Leben. Allerdings, in der Realität sehen wir, dass es gar nicht so ist. Du kannst das auch nicht so einfach ausgleichen und trennen voneinander. In Jesu Leben und durch die Schrift sehen wir keine Ausgewogenheit in diesem Sinne. Was wir sehen, sind Rhythmen von Arbeit, Ruhe und Feiern. Und all das ist zentriert auf andere und auf Gott zu lieben. Heute suchen viele von uns diese Ausgewogenheit und wir sind frustriert, weil wir in so wenig Zeit und Moment in unserem Leben fühlen, dass wir eine Balance stellen, diese Ausgewogenheit. Ausgewogenheit in Arbeit, Privatleben, Gesundheit, Wellness, Freude. Wir sehen uns so sehr danach und doch fühlen wir uns so wenig Zeit in diesem Ausgleich. Und da sind wir schon das Problem. Wenn man versucht, das so menschlich auszugleichen, wird man schnell von der Realität überholt. Und so sind wir müde, aus Gleichgewicht geraten. Unsere Körper sind müde, unsere Nerven sind blank. Unser Geist ist aufgebracht, unsere Seelen ausgetrocknet und unsere Beziehungen sind angespannt. Gestern, als ich das vorbereitet habe, ich arbeite mit einem Homeoffice. Wir haben keine andere Möglichkeit, es gibt momentan kein Gemeindebüro und so. Und dann habe ich immer wieder Ablenkungen. Viele von denen schöne Ablenkungen. Manchmal lacht mich Jan an oder will Aufmerksamkeit oder kommt vielleicht meine Tochter vorbei und braucht Hilfe bei der Mathe. Und dann ist man schnell abgelenkt, ja? Und die Frage, wie reagiert man? Ich war gestern sehr unter Zeitdruck und das war nicht einfach. Da sind schnell die Nerven lang, weil man fühlt sich an seine Grenzen gekommen. Aber die Herausforderung ist nicht so sehr, wie wir Arbeit und Leben balancieren oder auseinander trennen, sondern wie wir ein fruchtbares Leben führen, das ein gesundes, gesegnetes Rhythmus von Arbeit, Ruhepausen und gar sogar Stillerisches beinhaltet. Wie finden wir dieses Rhythmus? Mein zweiter Punkt heute ist, wie ist das, wenn Arbeit zum Götzen wird? Wenn Arbeit zum Götzen wird. Echte Ruhe bringt uns in eine richtige Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Wenn wir solche Ruhe erfahren, fühlen wir uns erneuert, wachsamer, kreativer, einfach mehr menschlich. Unsere Fähigkeit, anderen zu lieben und gute Beziehungen zu haben, wird stärker. Mangel an Ruhe kann die Qualität und die Bedeutung unserer Arbeit und unsere Gesundheit, Familie und persönliches Leben negativ beeinflussen. Wenn es schwer ist, zur Ruhe zu kommen, kann das ein Indikator sein, dass unsere Arbeit zum Götzen geworden ist. Als zerbrechliche Menschen können wir uns an die Arbeit widmen, mit leeren Hoffnungen, dass das uns Erfüllung gibt und die Ruhe gibt und den Ausgleich und die Sicherheit, die wir uns so sehr wünschen. Es gibt vielleicht ein Verlangen für Perfektion und Würde, das von unserer Arbeit kommen sollte. Bewunderung oder Status, das wir von den Menschen erwarten, wenn wir eine gute Arbeit tun. Vielleicht definieren manche von uns sogar Erfolg damit, sich mit anderen zu vergleichen und mehr arbeiten zu müssen, damit sie mindestens so viel oder wenn nicht mehr wie die anderen erreichen. Noch andere kann man einfach gebrauchen, um zu vermeiden, sich mit anderen Bereichen in ihrem Leben auseinanderzusetzen. Wo man vielleicht auf eine Beziehung arbeiten sollte, investieren sollte, aber man will das nicht so richtig und dann widmet man sich wieder an die Arbeit, um diese Beziehung zu vermeiden, diese Auseinandersetzung und vielleicht Begegnung zu vermeiden. Und so opfern wir unsere Gesundheit.
uns für eine gewisse Zeit verblenden, bis man vielleicht eine Beförderung verpasst hat oder in Ruhestand kommt oder tatsächlich auch krank wird. Und dann merkt man schnell, dass es nicht die Arbeit ist, die uns die Erfüllung gibt, die Ruhe gibt. Und diese einfach innere Ruhe und Fülle gibt. Dann erkennt man, die Arbeit geht zu Ende und in der Zwischenzeit sind wir Fremden zu unseren Familien und Freunden geworden. Erfüllung kommt nicht durch eine hysterische Arbeit. Es kommt durch Ruhe und Buße. Und die Kraft kommt durch Stille und Vertrauen, dass wenn wir in Christus sind, mehr als genug ist. Viele von uns sind immer wieder in dieser Gefahr, das zu übertreiben. Ich möchte gerne, dass wir ein Video anschauen über dieses Balancing Act, wie man mal viel Balance hat. Yeah.
Die Sabbatruhe bedeutet ein Akt des Vertrauens. Es zu halten, müssen wir vertrauen, dass Gott unsere Bedürfnisse versorgen wird, dass er genau weiß, was wir brauchen. Und selbst wenn wir Pause machen in diesem einen Tag und bestimmte Sachen für eine gewisse Zeit liegen lassen, dass Gott genau weiß, dass wir die Kraft brauchen, diese Sachen noch zu erledigen. Wir vertrauen Gottes Versorgung und Gnade. Und das ist eine Herausforderung, sowohl für die, die nicht genug haben, als für die, die zu viel haben. Und es nicht erkennen können, dass es mehr als genug ist, was sie haben, dass sie das auch mal abgeben können. Vielleicht mal teilen zu anderen Menschen und auch Gott abgeben. Der Sabbat. Gott selbst ruhte sich aus am siebten Tag und gab uns das einfach ein göttliches Prinzip, dass wir solche Zeiten in unserer Erfahrung brauchen. Wie ist das? Vielleicht fragst du dich, ja, der Sabbat war ja der siebte Tag der Woche, das wäre der Samstag. Und wir feiern eigentlich als christliche Gemeinden den Sonntag. Warum machen wir das? Es gibt natürlich auch im Neuen Testament dieses Tag des Herrn, der Tag des Herrn. Der Sabbat war ja der siebte Tag, das war bestimmt für die Israeliten, gerade an Ruhe, zur Ruhe zu finden, zu reflektieren, sich zu erholen und das den Tag zur Ehre Gottes zu halten. Auch sich zu erinnern, dass sie ein außerweltes Volk sind, dass sie Gott gehören und was Gott auch für sie in Ägypten, in der Befreiung, getan hat. Das diente zu den Ritten zu zeigen, ihre Identität, wer sie sind in Jesus. Wisst ihr, wenn Gott uns bestimmte Gebote gibt, dass wir nicht einfach regeln, was wir halten. Hinter jedem Gebot, jeder Empfehlung, jeder Prinzip, das Gott uns von das geistliche Prinzip gibt, steckt eine Identität, steckt, wer wir in Jesus sind. Und das war genauso mit dem Schabbat. Diese Israeliten, die wollten das auch halten, den Schabbat, weil das uns ihnen erinnert hat, sie sind das Wort Gottes. Wenn Jesus uns sagt, lebt in Heiligkeit, das ist nicht um uns zu begrenzen, sondern uns zu erinnern, dass wir ein heiliges, außerweltes, berufenes, erlöstes Volk sind, das für Jesus in Heiligkeit leben sollte. Und so, jedes Gebot der Bibel und jedes Prinzip, geistliches Prinzip, das Gott uns schenkt, steckt dahinter eine Autorität und eine Identität in Jesus Christus. Das macht uns als andere Menschen nicht besser, nicht überheblicher, sondern Menschen, die Gott berufen hat, auserwählt hat. In unserer Schwachheit hat er uns geheiligt, um für ihn heilig zu werden. Genauso ist mit dem Schabbat. Traditionell verbrachten die Juden 3 Tage ihre Woche in der Erwartung des Sabbats und danach reflektieren sie für 3 Tage über den Segen und die freudige Begegnung des Sabbats. Oh, ich wünschte mir, das wäre bei uns auch so, dass wir jetzt nach dem Sonntag 3 Tage uns freuen und dankbar sind für das, was wir erlebt haben, für die Begegnungen. Und dann ab Donnerstag freuen wir uns auf den Sonntag und wir bereiten uns vor geistig, ja? Und sagen, ja, am Sonntag, Tag des Herrn, werde ich meine Geschwister, meine Freunde, meine Gemeinde wiedersehen. Wir werden gemeinsam anbeten und wir werden gemeinsam Gott erleben. Wie wäre das, seine Einstellung zu haben? So war es bei den Israeliten. Sie haben wirklich ein Verlangen gehabt, den Schabbat gemeinsam zu feiern. Ich habe das selber auch erlebt in Jerusalem. Es ist wirklich ein freudiges Ereignis. Mit Tanzen, mit Essen, mit Gebet. Wunderbar, einfach das zu erleben, diese Erwartung, einfach, dass die Sonne untergeht und dann geht's los mit dem Feiern, mit Gott suchen, mit Gott erleben. Ja, der Tag des Herrn im Vergleich, das ist der erste Tag der hebräischen Woche. Ein Zeichen des Neuanfangs durch die Auferstehung Jesu aus dem Tod. Der Tag des Herrn wurde schnell zu dem Tag, wo die christliche Gemeinde ihren Gottesdienst gefeiert hat. Das sehen wir schon in Apostelgeschichte 20,7, dass sie am Tag des Herrn, am ersten Tag der Woche sich trafen und zusammen Brot brachen, Gott anbeteten und priesen für seine Auferstehung. Doch Erholung bleibt ein wichtiger Teil vom Tag des Herrn. Der Tag des Herrn soll nicht mit Regeln und Gesetzlichkeit gefüllt werden, denn genau das hat Jesus in seiner Zeit auch scharf kritisiert. Und
David. Der Tag des Herrn soll ein freudiger Höhepunkt der Woche sein, ein Tag, das von den jeden Gläubigen mit hoher Erwartung begegnet wird. Wir sollen diesen Tag körperlich ausgeruht und mit der Einstellung bereit sein, dass der Herr sich zu uns offenbart. Im Psalm 118, 24 sagt uns: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm, der Tag des Herrn. Das Problem ist, wenn wir die ganze Woche hart gearbeitet haben und dann den Samstag auch noch, wie bei uns hier auch im Lande üblich ist, es gibt ja so viel zu erledigen, zu Hause, rundherum, sicherlich auch berechtigt. Und dann noch bis spät in der Nacht Filme oder Fußball geschaut haben oder auf eine Party waren oder Mitternacht oder noch in den frühen Morgenstunden, dann ist es natürlich schwierig, zum Tag des Herrn mit der richtigen Herzenseinstellung zu kommen. Dann ist es schon mal schwierig aufzustehen überhaupt. Wenn wir überhaupt aufstehen und es eigentlich schaffen, in Gemeinde zu kommen. Ich habe mich so gefreut über diesen Ausruf von unserer Kanzlerin, wo sie gesagt hat, wenn ihr Ängste habt, dass unser Land, unsere christliche Welt verloren gehen würde, gehen Sie doch mal wieder in Gottesdienst. Gehen Sie nochmal und feiern Sie nochmal unseren Gott. Es ist doch irgendwie komisch, dass wir zu anderen Menschen von anderen Religionen sagen, sie seien so hingegeben zur Religion, aber wir selber gehen gar nicht zu unseren Gottesdiensten. Ich würde mich interessieren, wenn Sie eine Umfrage machen würden, wie viele von den Pegida-Leuten zum Gottesdienst gehen. Das wäre interessant, oder? Sie kämpfen ja für den christlichen Abendland. Das wäre mal ein guter Anfang, zum Gottesdienst zu gehen, oder? Auf jeden Fall, es ist halt so, dass wir, das Tag der Tat des Herrn, sehr gut fortan ist. Wir sehen das in unserem persönlichen Leben, du siehst das sicherlich in deiner Familie, am Sonntag, man ist müde, es gibt Stress in der Familie, Samstag ist so viel passiert und man überlegt sich, oh, wie wäre es, wenn wir zu Hause bleiben, wenn wir ausschlafen, wenn wir gar nichts tun, gibt es ja immer wieder diese Momente, ja. Ich glaube, wir müssen uns als Gemeinde und auch als Christen in unserem Land, in Westeuropa, die Frage stellen, ob wir nicht Gott entehren in der Art und Weise, wie wir den Tag des Herrn entgegenkommen. Für einige ist dieser Tag sogar optional. Wenn man so Zeit und Lust hat und nichts Besseres zu tun gibt, dann geht man halt zum Gottesdienst. Wenn es gerade nicht passt, dann halt nicht. Wir kommen so oft zum Tag des Herrn unregelmäßig, müde, gestresst, unvorbereitet, spät. Ich weiß, einige von uns müssen das ist auch Realität in unserer Gesellschaft. Wir müssen auch am Wochenende arbeiten. Samstag, Sonntag, da großes Respekt dafür und auch großes Verständnis. Und Gott kennt es und weiß das. Bitte niemand soll sich da verurteilen fühlen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um unsere Herzen zu prüfen. Manchmal fragen mich Leute, ja, wie viele Leute kommen zu einer neuen Gemeinde? Und ich muss manchmal meistens schmunzeln und sagen, ja, gute Frage. Manchmal haben wir 60, manchmal 80, manchmal 100, manchmal 120, manchmal mehr. Es ist unberechenbar, von Sonntag zu Sonntag. Das ist die Realität. Man weiß es nie so richtig. Es ist auch keine Logik dahinter. Wann sind wir mehr, wann sind wir weniger? Möge der Herr zu unserem Herzen sprechen und uns überführen, ob wir unsere Einstellung gegenüber des Tages Herrn nicht ändern sollten. Und vielmehr Gott erleben kann, dass wir zusammenkommen, um ihn als Gemeinde anzubeten. Und ich möchte auch nochmal ein Video, warum sollen wir das halten? Sagen wir das gerne. Of the Ten Commandments, the longest commandment is the one that begins, remember the Sabbath and keep it holy. And it's long, because it goes on to talk about all the other people you have to make sure honor the Sabbath along with you. Not just you, but your children, not just your family, but the people who work for you, not just the people who work for you, but any foreigners who are resident in the place where you live. God cares about Sabbath.
And it's interesting that the God who made us to work makes the command not to work. We're not machines, we're creatures. And the Sabbath reminds us that we're creatures who need to rest. One of the tragedies of our culture is that we've lost this. So now we just have to choose it. It no longer is just sort of part of the fabric of our world that things stop on Sundays. Now we have to stop. And it's the best thing you can possibly do if you want to be an image bearer who contributes to the world. Zusammengefasst, wir sind keine Maschinen, wir sind Geschöpfe von Gott. Und Gott hat uns das gegeben, mal zu stoppen und uns auszuruhen. Das ist auch ein Vorbild und auch ein Zeichen für die Ehre Gottes in unserem Land, wenn wir das tun. Mein nächster Punkt ist, was wir auch heute schon getan haben, ist gerade dieses, den Stecker herausziehen, den Stecker ausziehen, mal es ausmachen. Ein Smartphone sichert uns einen ungebrochenen Zugang zu den Menschenmengen und zu den atemberaubenden Weltgeschehen in dieser Welt. Jeder kann uns ihre Zeit anrufen, manche bestehen sogar darauf und ärgern sich, wenn man nicht gleich antwortet. Sie können auch eine E-Mail, SMS oder WhatsApp senden und sogar ein persönliches Lernen zu unseren Hosentaschen durch Periscope, YouTube, Facebook, Skype oder was auch immer aussenden. Manchmal sogar durch Livestream. Ich weiß nicht, ob unsere ältere Geschwister das kennen, es gibt diese Periscope-App und die Leute einfach rufen dich an und zum Beispiel, die sind jetzt am Frühstückstisch und die streamen das im Livestream. Du kannst da mitschauen, oder es läuft eine Konkurrenz oder läuft irgendwas, ja? Und man kann sofort dabei sein, per Livestream. Jesus verstand die Gefahr von den lauten Mengen und zog sich regelmäßig zurück an ruhigen Orten zu beten. Aus diesem Grund konnte er auch sagen, Matthäus 11, 28 bis 30, komm her zu mir, alle mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich glaube, Jesus könnte das sagen, weil er aus diesen Zeiten, wo er zurückgezogen hat, diese Kraft und diese Ruhe empfangen könnte vom Vater. Er bittet uns nicht eine Alternative zu einer Religion. Er bittet uns auch die Gnade und die Wege, täglich diese Gnade durch Gebet und Ruhe von ihm zu erleben. Es soll auch unser Ziel sein, ein ruhiges, durch Gebet erfülltes Leben zu führen. Es wird immer mehr Arbeit zu tun geben. Es wird auch immer die Menschenmengen geben, die feiern, wenn wir was Gutes erreicht haben, die aber auch ganz schnell kritisieren, wenn es irgendjemandem nicht passt. Als die Menschen, die Jesus zu sehr lockten und zu sehr an ihn drängten, nach dem Wunder, der gedankt hat, zog er sich meistens zurück und kam zum Vater, kam zur Ruhe. Er kam nicht, um durch gute Taten und harte Arbeit die Welt zu erreichen. Jesus erlöste die Welt durch seine eigene Natur, die nicht durch den Tod besiegt werden könnte. Und wir müssen auch diese gleiche Besiegung wie Jesus haben. Unsere Identität ist nicht in unserer Produktivität, sondern in der Erlösung Jesu Christi. Und wenn wir zum Vater kommen, wird er uns an unsere Natur, wenn wir es sind, auch erinnern. Er wird uns sagen, du bist mein geliebtes Kind. Und wenn wir wissen, wer wir sind vor Gott, dann werden unsere täglichen To-Do-Listen machbar und auch gut. Unsere Verbindlichkeiten werden leicht aussehen. Nach dem Gebet werden wir diesen Termin oder diesen Telefonanruf ganz anders angehen können. Um die Menschenmenge dienen zu können, ohne Angst zu haben. Wir sollen immer wieder auf diese Ruhe zeigen. Dazu auch noch ein Video.
anyone's standards, that's a long, hard work week. So are you sitting down? 53 hours is the amount of time each week that the average American young person spends on some form of electronic entertainment. Think about it. TV, video games, music, movies online, all kinds of social media, they stay constantly connected to entertainment and to each other. This is how it got to your Lady Lodge. Connection is good, but our lives also need quiet space. Periods when we unplug machines and plug ourselves into solitude. In order to learn from the wisdom around us, we all need times of silence in the high calling of our daily work. Um die Weisheit um uns herum lernen zu können, brauchen wir auch eine Ruhe. Ansonsten werden wir das gar nicht hören können und werden diese Momente verpassen. Eine andere Sache, die Jesus getan hat, ist, er hat immer wieder mit mir sich Zeit für Beziehungen genommen, auch mal gestillt und gefeiert. Ob das auf einer Hochzeit war oder ob das mit den Kindern war, in Lukas 18, 14 bis 17, spielt Jesus mit den Kindern. Und seine Jünger haben sich aufgeregt, haben gesagt, das wäre verlorene Zeit, Zeit, die einfach nichts wert ist. Ne? Aber Jesus sagt in Vers 17, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Vers 16, denn solche gehört das Reich Gottes. Spielen und Freude und Feiern ist nicht nur für Kinder. Wenn du voll unter Druck in der Arbeit bist, kann ein spielvoller Geist Freude, Entspannung und gute Gesundheit bringen. Denn das Wort Gottes sagt uns, es ist gut manchmal, wie die Kinder zu sein, denn solche gehört das Reich Gottes. Es ist gut manchmal, uns nicht zu ernst zu nehmen und auch mal einfach spielen und feiern zu können. In unserer hyperproduktiven Welt müssen wir neu lernen, spielen zu können. Finde dein Spiel und nimm dich manchmal nicht zu ernst. Sei wieder mal wie ein Kind. Obwohl wir reifer im Glauben werden, müssen wir manchmal uns erinnern, wie kleine Kinder zu sein. Denn solche gehört das Reich Gottes. Jesus hilft uns, Prioritäten zu setzen. Er hat uns das beste Vorbild gegeben. Epheser 5, 1 und 2. Sei nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns gelebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Mein Punkt ist heute, dieses Begriff Arbeit, Lernen, Ausgleich greift eigentlich zu kurz. Denn setzt voraus, wir könnten unser Leben schön aufteilen in Bereichen und das schön unter Kontrolle haben. Und wir könnten die Wichtigkeit und Intensität von diesen Bereichen im Griff haben. Doch wir sehen eigentlich, das Leben ist unordentlich, oft ist chaotisch und uns immer wieder die Herausforderungen der Priorisierung in wichtigen Augenblicken vor uns setzt. Wenn ich an Alex denke diese Woche, er hat wichtige Arbeit, er ist auch beim Freiwilligen Feuerwehr tätig, es gab sicherlich viel zu tun diese Woche, aber in dem Moment, wo sein Ben Jonathan zur Welt kam, war das die höchste Priorität. Mit seinem Sohn und mit Silke zu sein, sie zu versorgen und dort als Vater ihnen Geborgenheit und Sicherheit zu geben. Und so gibt es Momente im Leben, wo wir einfach Rhythmen haben, wo Prioritäten gesetzt werden, die man nicht immer in diesem perfekten Ausgleich halten kann. Was wir brauchen ist ein Gott, hingegebenes und zentriertes Leben. In ihrem Buch Living a Purposeful Life schreibt Jane Johnson, wenn ihr einen Tag darum geht, Gott zu kennen und zu lieben, werden die Aktivitäten des Tages aus dem göttlichen Willen fließen. Um unsere Leben in richtigen Priorität zu halten, braucht es immer wieder eine Neuorientierung unseres Lebens um Jesus Christus. Was wir in Christus sehen, ist kein Gleichgewicht, sondern eine große Konstanz, großer Frieden und eine starke Gewissheit und Bestimmung mitten in dramatischen Umständen. Selbst in Gethsemane und am Kreuz
hat er eine große Bestimmung gehabt. Und er konnte sagen, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesu Treue wurde durch seine Bereitwilligkeit reflektiert, das zu tun, was Gott der Vater ihm beauftragt hatte. Und wir können auch in unserem Leben, in jedem Teil, ob es Arbeit ist, ob es Privatleben, Freizeit, Spielen, können wir diese Momente finden, wo wir uns auf Jesus ausrichten. Und nicht nur in solche sogenannten Termine oder religiöse Aufgaben. Durch den Tag, dass wir Entscheidungen treffen, wie wir unsere Zeit verbringen werden, können wir uns fragen, wie wir näher zu Gott kommen können, um Jesu Eigenschaften vorzuwerden. An manchen Tagen würde das bedeuten, vielleicht länger zu arbeiten, weil wir ein Projekt fertig machen können. Und Jesus war treu und hat sein Wort gehalten. Und so wollen wir auch sein. An einem anderen Tag würde es wahrscheinlich bedeuten, sich frei zu nehmen und vielleicht mit den Kindern was zu machen oder einen kranken Freund zu besuchen. An einem anderen Tag würde es vielleicht bedeuten, sich frei zu nehmen, was für Reich Gottes zu tun. Vielleicht bei der Choristrittheit dabei zu sein und dort mit zu unterstützen. Das sind die Rhythmen und die Gottesmomente, die wir mit dem Heiligen Geist erkennen können. An einem anderen Tag würde es einfach bedeuten, wirklich sich auszuruhen, mal auszuschlafen, aktiv zu sein, was Gutes für unseren Körper zu tun. Denn unser Körper ist auch ein Tempel des Heiligen Geistes, durch den wir Gott erleben und auch anderen dienen. Lass uns die großen Sachen, die wichtigen Sachen zuerst nehmen, wie wir auch heute gehört haben. Die großen Steine, Gott, sein Reich, Familie, Menschen, und dann werden die Kleinigkeiten aufkommen und die werden unser Leben führen. Möge der Herr uns helfen. Dazu auch ein Video. A professor teaching on the subject of time set out a large wide-mouthed jar. Into the jar he put a dozen fist-sized rocks. He asked, "Is this jar full?" His class said, "Yes." He poured and shook in gravel, filling the spaces between the big rocks. Then he dumped and shook in sand between the rocks and gravel. Finally, he poured water to the jar's brim. Then he said, "If you don't put the big things in first, they'll never fit in." This is how it went, Junior Lady Lodge. The big rocks represent our big priorities. Unless they get first place, the smaller priorities will pour in, consume our time, and leave no room for what's most important in the high calling of our daily work. Die großen Steine sind die wichtige, große Priorität im Leben. Und dann bleibt auch Platz für die Kleinen, die dazu kommen und nicht andersrum. Ich möchte die Band bitten, nach vorne zu kommen und wir werden gleich im Gebet und in die Bettung kommen. Mein Gebet ist, dass der Herr uns hilft, in den Rhythmus des Heiligen Geistes zu kommen. Menschlich werden wir das nicht perfekt ausbalancieren können. Da werden wir nur frustriert und immer wieder einfach in unsere Grenzen kommen. Aber mit dem Heiligen Geist, mit Gott, mit seinem Heiligen Geist, können wir den Rhythmus des Heiligen Geistes in unserem Leben empfangen. Und das wird unterschiedlich, von Tag zu Tag, zu Woche zu Woche. Und doch, es ist möglich, in diesem Rhythmus, in diesem Strom des Heiligen Geistes unser Leben so zu leben, dass auch unsere Arbeit, auch unsere private Begegnung, persönliche Begegnungen erfüllt werden können mit Gott. Und dann werden wir auch diesen Wohlgeruch um uns herum geben können an Menschen, die Ruhe brauchen, die Heilung brauchen, die Hoffnung brauchen. Denk dran, es geht nicht um Gleichgewicht, sondern um Gottes Wille und Wille.